Klingeltaste gegönnt euch. Ist Nesti wieder am Start mit meinem erneuten Video auf meinem Kanal. Und zwar, heute wird es kein Rennen sein und auch kein, irgendwie, keine Ahnung, was ich die letzten Tage gebracht habe. Nein, heute gibt es einen Glitch für euch. Und zwar, das Video wird es in, keine Ahnung, richtig, richtig, ja, ich sag jetzt mal so, nicht so lang sein wie die letzten Tage. Aber, genau, heute habe ich mal einen Glitch für euch. Und zwar ein. Ihr, zum Beispiel, ihr habt so, zum Beispiel, ihr habt das Import-Export und die Online-Gegner fucken euch immer wieder ab. Mit, ich sage es mal, Wonder, oh mein Gott, wie peinlich, LAN, egal. Genau, ihr wollt Import-Export machen oder bei Ware beschaffen, sag ich jetzt mal. Und die Gegner töten euch immer und es fuckt euch total ab, weil ihr damit Verlust, sag ich jetzt mal, macht. Dann habe ich perfekten Glitch für euch und zwar ihr müsst einfach mal die auf und dann müsst ihr bei euch so ein Standbild hier so sein, so also ich sage jetzt mal aufgehängt für 5 bis 10 Sekunden und dann müsst ihr dort immer erscheinen, so hat das Spiel verlassen, also dann werden sozusagen alle aus dem Spiel geworfen, wie ihr schon im Hintergrund seht. Und dann seid ihr einfach hier ganz allein. Natürlich könnt ihr noch irgendwann nach einer Stunde oder so Randoms reinkommen und ich sage jetzt mal mitspielen, aber finde, dann könnt ihr einfach Import und Export einfach so zocken, ohne dass euch welche killen. Und ich finde, es ist ein richtig geiler Glitch, den habe ich irgendwie auch gefunden von einem Kumpel, der es mir auch erklärt und auch darauf hingewiesen. Und auf jeden Fall ein richtig nicer Glitch. Und hier seht ihr schon eine kleine Fotze, Alter. Direkt mal eine Watsche geben, Alter, für das, was ihr macht und ihr Geld verdient. Und jetzt überfallen wir noch schnell einen Laden und ich hoffe danach verrecken wir nicht. Direkt mal so eine Scheißkarre geklaut, Alter. Alter, den verprügeln wir jetzt instant. Du willst mich schlagen, Digga. Oh mein Gott, ich hab direkt mal einen Stern. Egal, Digga, ich bin zu dumm, meinen Typen aus dem Wagen zu zerren und den zu verprügeln. So. So. Ja, ihr bemerkt gerade, wie auch ich habe keine Munition. Liegt daran, dass ich so viele Missionen mache und dann zum Beispiel dann verliere ich halt Mission halt, Muni halt. Asshole. Oh, schau, und das ist halt auch, ich sage es mal, ein Bug oder ein Glitch. Ich weiß es nicht. Und hier direkt mal wieder 1500 gemacht. Vielleicht gibt es am Ende des Videos vielleicht noch eine krasse Verfolgungsjagd. Für Master ACAB, Digga. All cops are bastard. Nicht Spaß. Oh, 3 Sterne. Okay. Wallah, ich schwöre. Ich hab so. Wallah, ich schwöre. Okay, nicht nee, Spaß. Ich hab ein. Junge, was ist das für ein Auto, Mann? Lan, wallah, ich schwöre. So, beste Karte. Das ist Centauro in Dimension. In 3D-Dimension. Schau, Helikopter, alles, Lan. Gleich ein Motorrad. Mit so Deadline. Alter, ja, Digga. Ja. Ja, Digga. Schau, man kann einfach so Kack zum Fahren. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Lol. Nicht Spaß. Walla, ich habe mein Auto ist im Arsch. Schau, zum Beispiel ist es auch ein random reingejoint. Ist jetzt zwar keine Stunde her, aber wie gesagt, es können immer noch Randoms rein, also Gegner reinjoinen, aber das sind halt dann zum Beispiel Low Level oder so, also richtige. Auf jeden Fall nutzt diesen Glitch aus, bevor wie heißt es gepatcht wird, weil ich glaube, heute ist nämlich ein Update rausgekommen von PlayStation, weil irgendwie stand dort immer dieses Sony Network, PlayStation Network wird gewartet oder so.
Und ich glaube, GTA wird morgen oder so auch ein Update raushauen, auf jeden Fall bald. Ich hoffe, so schnell wie möglich, Alter. Kann man auch richtig gut Geld verdienen. Schau, Swap-Team, Walla, die übertreiben. Ich bin auch nur ein Mensch mit einer geilen Karre, Centorno in 3D-dimensional. Digga, das ist Deutsch. Kommt heftigster Sprung, nochmal am Ende. Ja, Digga. Und damit beende ich das Video. Haut rein, bis zum nächsten Video. Servus.